Hallo, ich wollte euch heute mal einen Live-Test zeigen. Und zwar habe ich mir von Estée Lauder eine BB-Cream gekauft. Meine erste BB-Cream, weil da so viele davon reden und auch begeistert sind. Und es gibt ja von zig Firmen langsam schon irgendeine BB-Cream. Was ist eine BB-Cream? Ich muss jetzt erstmal selber lesen. Das ist eine Anti-Blemish. Also hier steht drauf für jeden Hauttyp. Diese ultraleichte All-in-One-Beauty-Creme ist die Wunderwaffe für eine schöne und gesund aussehende Haut. Unser super Antioxidantien-Komplex reduziert nachweisbar die durch feine Radikale entstandenen Hautschäden. Ne, freie, nicht feine, freie Radikale. Ja, versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, schützt sie vor den ersten Anzeichen von Hautalterung. Hätte ich mal vor ein paar Jahren anfangen sollen. Und perfektioniert gleichzeitig ihr Hautbild. Sie reduziert reduziert das Erscheinungsbild von Unebenheiten und verleiht maximale Leuchtkraft für eine perfekt aussehende Haut. Ja. Das ist jetzt das, was hier drauf steht. Ich benutze ja sonst, wie ich ja schon. Ich mache heute nur Randale hier. Wie ich ja schon gesagt habe, die Laura Mercier Tinted Moisturizer. Aber da ich jetzt wieder häufiger ins Solarium gehe, was ja auch wieder umstritten ist, aber mir tut's gut, ist die Farbe nicht mehr so. Also, wenn ich das hier drauf mache, dann ist es heller als mein eigentlicher Hautton. Deswegen wollte ich eine Alternative haben und war halt bei Douglas und habe mir die BB-Cream auftragen lassen. Und das ist jetzt die Farbe 02 Medium. Ja, also ich glaube, es ist fast schon das Dunkelste. Drin enthalten sind 30 Milliliter, in der Laura Mercier sind 40. Kostenpunkt ist bei der BB-Cream waren 34 Euro und bei dem Tinted Moisturizer, also Tinted Moisturizer ist ja halt eine so ein getöntes Tagescreme-Dings, war bei fast, was waren das jetzt, 48 Euro oder 38 Euro, also die war richtig, richtig teuer. Und eine BB-Cream ist, weil ich mag ja halt dieses Starkdeckende nicht. Und die Douglas-Dame sagte, eine BB-Cream ist eine Mischung, also ist eine Zwischenstufe von getönter Tagescreme und einem Make-up, also so ein Zwischending. Bin mal gespannt. Wir werden das jetzt gemeinsam auftragen. Ich habe die selber zu Hause noch nicht probiert. Und ja, ich glaube am besten, hier ist noch das Siegelchen dran. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich das mit dem Pinsel auftrage. Ich versuche es einfach mal. Also ich mache mir halt jetzt was auf die Hand. Oder auf die andere Hand. Diese Entscheidungsschwierigkeiten hier. Ja, ich mache jetzt einfach mal hier so einen Klecks drauf. Und dann werden wir das mal verteilen. Das ist der typische Estée Lauder Geruch. Ich zoome euch mal ein bisschen ran. So. Ich glaube, ich mache mal vielleicht nur die eine Hälfte, dass man einen Unterschied sehen kann. So. Also, das wäre jetzt die Hälfte mit der BB-Cream. Das wäre jetzt hier die ungeschminkte Seite. Also ich im Spiegel, ich sehe was. Also die Seite ist ein bisschen ebenmäßiger. Hier sieht man noch die ganzen Sommersprossen und
Ja. So. Gut, dann werde ich jetzt mal noch die andere Seite eben schminken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das wäre jetzt halt beide Gesichtshälften. Ich finde das Ergebnis eigentlich ganz gut. Kann man sehen lassen. Oder kann sich sehen lassen. Vom Tragegefühl ist es auch sehr, sehr leicht. Doch, also ich finde, damit kann man arbeiten. Ich werde das jetzt mal öfter mal testen auf langfristiger Basis und dann kann ich euch mal ein Fazit geben oder halt, ja, was ich dann auf Dauer besser finde. Wirklich dann dieses BB-Cream-Zeug oder den Tinted Moisturizer, weil preislich ist da doch schon ein Unterschied, obwohl hier 40 Milliliter sind und hier 30. Und ja, wenn ihr das gerne wissen möchtet, dann mache ich dann in, keine Ahnung, 2-3 Wochen nochmal ein Update-Video, was für mich jetzt ausschlaggebender ist und wozu ich denn die... Genau, es gibt noch einen Punkt, der Tinted Moisturizer hat ein SPF von 20 und die BB-Cream hat ein SPF von 35. Ja, das ist auch nochmal. Also der Lichtschutzfaktor ist bei der BB-Cream höher als bei der Tinted Moisturizer. Ja, gut. Dann wäre es jetzt von mir und ich hoffe mal, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Das war jetzt halt ein Live-Test und ich werde jetzt mal gucken, wie sich das jetzt im Laufe des Tages so verträgt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!